Liebe Schwestern und Brüder in Christus, dem Herrn, ich darf Ihnen und euch einen gesegneten vierten Fastensonntag wünschen, den Sonntag Letare, der dadurch ausgedrückt ist, dass er als Zeichen der Freude die violette, dunkle Farbe durch das helle Rosa austauscht und auch die sonst in der Kirche blumenlose Zeit durchbrochen wird durch ein frühlingshaftes sich Zeigen von Blüten, die auch in unseren Tagen jetzt aufblühen und den Frühling sozusagen uns spürbar machen. Liebe Schwestern und Brüder, der vierte Fastensonntag ist der Sonntag, der die Mitte der Fastenzeit ungefähr bildet. Wir haben sozusagen Bergfest. Bergfest der Fastenzeit, wo wir vielleicht den Bergesgipfel erreicht haben, hinaufgestiegen sind und jetzt auf dem Berg stehen und schon auf das andere, auf die andere Seite hinunterblicken können. Wir lieben es, wenn wir sehen können, dass etwas zu Ende geht oder dass wir schon ein gutes Stück geschafft haben. Das ist in diesen Tagen der Fall, was die liturgische Zeit angeht. Was jedoch die Zeit angeht, die wir zu Beginn der Fastenzeit noch nicht ermessen haben, die aber so geschehen ist, was jetzt in unserer Gesellschaft eigentlich fast auf der ganzen Welt bei uns los ist, das hätten wir uns am Aschermittwoch noch nicht gedacht. Und das Bedrückende ist vielleicht, wir sehen noch nicht das Ende, so wie wir heute schon das Ende der Fastenzeit ein wenig so in den Blick nehmen. Freut euch! Die Freude ist immer eine wichtige Haltung des Christen, weil wir mit Gott zu tun haben. Einem Gott, der uns zusagt, dass er alles gut machen wird. Und auch in der jetzigen Situation dürfen wir schlichtweg diese Haltung haben. Wir dürfen in der Freude sein, weil Gott mit uns ist. Er ist ein Gott mit uns. Er lässt uns nicht allein, er lässt uns nicht im Regen stehen in dieser Zeit. Und auch wenn wir noch nicht das Ende sehen, er sieht es schon. Und wenn wir ihn an die Hand nehmen, wenn wir mit ihm festgehen, dann werden wir auch mit ihm Hoffnung und sogar Freude haben können. Liebe Schwestern und Brüder, der vierte Fastensonntag, der heutige Sonntag, ist der Sonntag im Lesejahr A, wo es um eine Blindenheilung geht. Die Heilung des Blindgeborenen. Wenn jemand blind geboren ist, da ist eigentlich keine Hoffnung, dass er jemals noch sehen kann. Ich möchte Ihnen dieses Evangelium vorlesen. Ich möchte es Ihnen in Abschnitten vorlesen und dann immer wieder zwischendurch etwas sagen dazu. Aus dem Johannesevangelium Kapitel 9, die Verse 1 bis 41. In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Liebe Schwestern und Brüder, das sind schon einmal ganz wichtige Hinweise. Dieser Blindgeborene
Man fragt sofort, und in der damaligen Mentalität der Juden war das ziemlich normal, warum ist er blind? Es wird sicher damit zusammenhängen, dass irgendwas in der Familie los ist. Entweder er hat gesündigt oder seine Eltern haben gesündigt. Naja, er muss die Schuld seiner Vorfahren tragen. Jesus sagt nein. Nein. Und damit dürfen wir aufhören damit. Aufhören zu fragen, warum hat mich dieses oder jenes getroffen? Wir dürfen auch aufhören zu fragen, was mit dieser Corona-Epidemie jetzt ist. Und wir müssen aufhören, unsere Zeigefinger zu erheben und zu sagen, das ist eine Strafe Gottes. Das liegt daran, dass, liebe Brüder und Schwestern, das steht uns nicht zu. Und ich möchte die Aussage wagen, durch diese Corona-Krise soll die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Wow! Glauben Sie das? Hat es der Blindgeborene geglaubt? Haben es seine Eltern geglaubt? Haben es die Jünger geglaubt? Aber Jesus sagt es. Und das ist die erste Haltung, die wir haben dürfen, wenn uns jetzt dieses Leid, diese Einschränkung trifft. Wir dürfen vertrauen, es soll an uns die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Ein Grund zur Freude, der Grundhaltung dieses Letare-Sonntags entspricht. Er ist das Licht der Welt, auch das sagt er. Als Jesus dies gesagt hat, ich lese weiter, spuckte er auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, geh und wasch dich in dem Teich Schiloach. Das heißt, übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen. Meine Brüder und Schwestern, das ist eine interessante Geschichte, wenn Jesus auf die Erde spuckt und aus dem Teig mit dem Sand oder Lehm oder was er dort hat, einen Teig macht. Das ist etwas, wo wir sagen, ja, muss sowas sein. Und Kinder würden sagen, bah, das mag ich gar nicht, wenn sowas ist. Und das noch auf die Augen streichen, das ist ja grausig unmöglich. Aber hier wird mit großen Symbolen gearbeitet. Der Mensch ist aus Erde gebildet. Der Mensch ist Erde. Denken wir an das Wort des Aschermittwochs, o Mensch, bedenke, dass du Staub bist. Und Jesus kommt und er verleiht dieser Erde quasi das Leben. Denken wir an den Schöpfungsbericht aus dem Buch Genesis. Dort ist es so, dass Gott den Menschen aus Erde formt und dann in seine Nase den Lebensatem hineinbläst. Und so wird er zu einem lebendigen Wesen. Jesus macht etwas ganz Ähnliches. Er verbindet seinen Speichel und Atem kommen aus derselben Richtung und sozusagen seine Göttlichkeit mit dem toten Staub, der lebendig wird. Hier geschieht durch Jesus Neuschöpfung. Neuschöpfung wird angedeutet. Und dem Blinden wird dieser Teig auf die Augen gestrichen und er konnte sehen, nachdem er sich im Teich Schiloach dann noch gewaschen hatte. Es ist wichtig, dass dieser Name, Schiloach, der Gesandte heißt. Wer ist der Gesandte? Der Gesandte ist Jesus. Und in ihm waschen, in ihm gereinigt werden, in seiner Taufe neue Schöpfung werden.
Das ist hier angedeutet an den Blinden, an dem das vorexerziert wird, was wir alle empfangen haben oder empfangen dürfen, nämlich Erlösung durch die Taufe, Neuschöpfung. Also, liebe Brüder und Schwestern, der Mann kann sehen. Eigentlich wäre jetzt das Evangelium zu Ende, denn das Ergebnis ist da. Aber wie geht's weiter? Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten: Ja, er ist es. Andere sagten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen denn geöffnet worden? Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir: Geh zum Schiloach und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte sehen. Sie fragten ihn: Wo ist er? Er sagte: Ich weiß es nicht. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und seine Augen dann geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen und ich wusch mich und jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten: Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sagten: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du über ihn? Er hat doch deine Augen aufgetan. Der Mann sagte: Er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden sei. Daher riefen sie die Eltern des von der Blindheit geheilten und fragten sie: Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sieht? Seine Eltern antworteten: Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen da geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Fragt ihn doch selbst, er ist alt genug und kann für sich selbst sprechen. Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten, denn die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den Christus bekenne, aus der Synagoge auszuschließen. Deswegen sagten seine Eltern: Er ist alt genug, frag ihn selbst. Liebe Schwestern und Brüder, ist das nicht komisch? Wäre das nicht eine Riesenfreude? Kein medizinisches Wunder, keine medizinische Kunst, sondern etwas, was total undenkbar war. Ein Blindgeborener, der betteln gehen musste, aufgrund des damals miserablen Sozialsystems, er ist geheilt worden von Jesus. Was hätte man eigentlich tun müssen? Sich freuen, jubeln, jauchzen, dankbar sein, ein Fest feiern oder so etwas. Das Gegenteil ist der Fall. Es wird alles hinterfragt, alles kritisch hinterfragt. Hier sind die Pharisäer, die es nicht wahrhaben wollen und nicht glauben wollen und sagen: Naja, er hält den Sabbat eh nicht. Damit sind wir wieder aus der Nummer raus und müssen das gar nicht glauben, das kann doch nicht wahr sein. Und selbst die Eltern, sie haben mehr Angst als Freude über ihren geheilten Sohn. Liebe Brüder und Schwestern, das kommt mir bekannt vor. Wenn ein Mensch in diesen Tagen, in unseren Zeiten, Freude am Glauben empfängt, ist es oft so, dass er mit dieser Freude in seiner
Umwelt nicht ankommen kann. Dass die Leute es nicht verstehen wollen oder ihn gar verspotten oder ihm sagen, naja, das wollen wir gar nicht hören, das interessiert uns nicht. Damals wie heute ist es so geblieben. Der Blinde wird dann noch ein zweites Mal verhört. Ich möchte diese Stelle jetzt nicht unbedingt noch vorlesen. Und sie fragen ihn und er gibt eine Antwort. Sie fragen ihn, wie das denn war. Und der Geheilte sagt, darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher der Mann kommt, der mich geheilt hat. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Das sagt der Geheilte zu den Pharisäern. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Sehen Sie, sie haben ihn rausgeschmissen. Sie haben ihn zwar gefragt, er soll was sagen, aber die Antwort hat ihnen nicht gepasst. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Da antwortete jener und sagte, wer ist das, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm, du hast ihn bereits gesehen. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Meine Schwestern und Brüder, das ist die eigentliche Heilung. Dieser Mann, er kommt wirklich zum Glauben. Er nimmt Jesus als seinen Heiland und Erlöser an. Damit sind nicht nur seine Augen geheilt und er hat ihn jetzt nicht nur mit den Augen seines Leibes gesehen, sondern er sieht ihn mit den Augen seines Herzens. Und damit ist er Neuschöpfung, die angedeutet ist in den Symbolen der Heilung. Der Teig aus Erde und Odem Gottes gebildet. Das Eintauchen und Neuschöpfung werden in ihm, vollzieht sich in dem Moment, wo er sagt, Jesus, du bist mein Heiland und Erlöser. Ich möchte Sie einladen, dass Sie das auch tun. Neu tun, gerade in dieser Zeit. Sagen, Jesus, du bist mein ganzes Glück, meine ganze Hoffnung. Ich möchte dich annehmen als meinen Heiland und meinen Erlöser. Liebe Brüder und Schwestern, am Ende dieser meiner Predigt möchte ich Ihnen sagen und Sie ermutigen, dass Sie am Ball bleiben in diesen Zeiten, wo wir keine Liturgie miteinander feiern können oder nur sehr bedingt, durch die Medien an der Heiligen Messe teilzunehmen. Das ist jeden Tag vielfach möglich, durch die katholischen Fernsehsender, auch durch die offiziellen Fernsehsender, durch das Radio, Radio Maria, Radio Horeb und verschiedene Livestreams im Internet. Morgens um 7 können Sie jeden Morgen die Heilige Messe mit Papst Franziskus sehen. Ich möchte Sie ermutigen, dass Sie diese Fastenzeit und diese Osterzeit zwar anders, aber ganz intensiv mit dem Herrn gehen. Am Ende dieses Videos möchte ich mit Ihnen das Vaterunser beten und Ihnen den Segen erteilen, den auch jeder in dem Moment empfängt, wo er dieses Video sieht. Das ist meine Intention für diesen Segen.
Lasst uns also beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Auf die Fürbitte der allerseligsten Jungfrau Maria, aller Engel und Heiligen, segne euch der allmächtige Gott. Er schenke euren Herzen Frieden. Er nehme alle Angst und Sorge von euch. Er schenke euch die Gesundheit des Leibes und der Seele. Er schütze euch in seinem kostbaren Blut auch vor dem Virus, dass er euch nicht trifft. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag.